Und damit wird jetzt gleich schon zur ersten TV-Signation getanzt. Wir starten mit einem Jive von Lisa und Bart Simpson, bei uns besser bekannt als Jasmin Oschan und Florian Gscheider. Freitag war magisch. War wirklich ein unbeschreiblicher Abend. Und das ist, glaube ich, durchwegs angekommen. Und ja, die Punkte danach waren natürlich ein Wahnsinn. 10! Ich habe es einfach nicht glauben können. Ich war einfach überwältigt von dem, was passiert ist. Ich habe damit einfach nicht gerechnet. 27 Punkte, persönlicher Rekord. Das hat sich ausgezahlt für dir. Also diese Woche merken wir auf jeden Fall einmal Kontrastprogramm. Und das wird ein Jive und dementsprechend, ich sage immer dazu, Jive ist für mich wie Cardio-Training im Tanzen. Wenn die Musik aus ist, kriegst du eine Banane. Ich habe momentan... Das ist nicht laufen, weitermachen. Einfach nur Hunger. Also hin und wieder trainiere ich ja auch alleine, wenn der Flo nicht da ist. Aber es hat auch damit zu tun, dass wenn der liebe Herr Trainer nicht da ist, zum Beispiel an einem Sonntag, wo er nicht da war, da habe ich dann gesagt, okay, super, das heißt, ich habe frei. Und der Flo sagt dann zu mir, Jasmin, wenn am Montag die Schritte sitzen, ja, dann kannst du am Sonntag frei haben. Und natürlich spricht er da genau das bei mir an. Und ich denke, ich habe das Gefühl, ich muss trainieren. Das schaut sicherlich total witzig aus. Ja, mein Gott, automatisieren, so lange, bis es geht. Deswegen sind wir doch da. Paar 08 tanzt einen Jive zum Titelsong von Die Simpsons. Lisa und Jasmin Oschan und Florian Gscheider. Jasmin Oschan und Florian Gscheider mit ihrem Scheiß. Ich setze mich zu euch. So, bitteschön. Das war mir auch neu, dass der Simpsons-Titelsong ein Scheiß ist. Ich glaube dir auch, oder? Dem Profi? Ja. Ja? Ein bisschen. Ich finde es gut, dass wir dich nach all den Jahren doch noch mal fordern können auch, weißt du, und dir was anderes präsentieren. Sonst wird es langweilig. Bist du Simpsons-Fan? Also hast du mit der Signation generell was anfangen können, Jasmin? Natürlich, Simpsons gibt es schon so lange und natürlich kenne ich die Serie. Früher natürlich noch mehr geschaut als jetzt.
Aber Simpsons kennt man und auch die Signation, deswegen haben wir versucht, natürlich so viel es geht davon einzubauen, dass einfach der Wiedererkennungswert da ist. Und zu dem Vorhang, Scheife, ja, so schnell, Wahnsinn. Also das ist wirklich wie Cardio-Training. Wobei du bist auf jeden Fall eine der fittesten unserer Kandidatinnen, aber kommst selbst du an deine körperlichen Grenzen langsam? Ja, definitiv, weil nach der ersten Einheit bin ich dann nach Hause und am nächsten Tag sage ich zum Flug, ich habe da solche Spatzen, so Muskelkater im Oberschenkel, keine Ahnung warum plötzlich. Das waren die Jive-Kicks. Ja? Die haben wirklich extrem wehgetan. Also man spürt wirklich den ganzen Körper und diese Müdigkeit, die jetzt noch so vielen Wochen dazukommt, macht das Training dann schon echt hart. Ihr trainiert auch schon eine Zeit und es wird ja nicht leichter. Falls ihr weiterkommt, gibt es nächste Woche gleich zwei Tänze. Ich sag's nur mal schon so. Maria? Ja? Schauen die nicht super aus, die zwei? Die zwei schauen super aus. Wirklich Applaus für ich das Kostüm. Lieb's. Also ich finde, es ist immer ganz wichtig, wenn man in seine Rolle schlüpft, dass man den Mut hat, dass man das dann mit Überzeugung trägt. Und das habt ihr zwei wirklich gemacht. Und wenn es jemand tragen kann, dann Florian Scheidt. Absolut. Du solltest dir das überlegen, mal zum Ausgehen oder so. Ich finde, das betont seinen Teil. Ja, genau. Ja, die Simpsons sind natürlich die amerikanische Fernsehfamilie schlechthin, die auch den American Way of Life mit den ganzen Höhen und Tiefen, finde ich, perfekt beschreiben und auch widerspiegeln. Und Höhen und Tiefen waren bei euch jetzt in dieser Performance auch vorhanden. Ja? Also ich fange mal natürlich mit den Höhen an. Es war eine Power, es war eine Energie, es war ein grandioser Start, wirklich. Vom Techn... Ja... Von der Technik im Jive hätte man ich jetzt persönlich nur ein bisschen mehr einfach den Druck zum Boden gewünscht und eben auch immer beim Rückplatz war immer das freie Bein sehr hoch. Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall was, wo man dran arbeiten kann. Aber was ich sehr lobend erwähnen will, ist die Jasmin, dass du auch alleine trainierst, ja, was wirklich nicht, sag ich mal, der Normalfall ist. Da braucht man schon sehr viel Motivation dazu. Die hast du und ich wünsche euch für heute alles Gute, tolle Performance. Danke, Maria. Carina. Naja, sie haben auf jeden Fall für Stimmung gesorgt, das ist ja klar. Und den ganzen Saal mitgenommen, alle sind jetzt gut gelaunt und sind bereit für die tolle Show heute. Ihre Zwischenbilanz würde ich so nennen wie eine aufblühende Rose. Aber das Einzige, was mich heute zum Beispiel gestört hat, der Auftritt bei der vorigen Sendung war sehr prägnant und ist einem wirklich sehr ans Herz gegangen und im Kopf geblieben. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Heute ist es ein bisschen anderes. Seien Sie nicht zufrieden mit dem, was Sie schon erreicht haben. Versuchen Sie ein bisschen über Ihre Grenzen zu gehen. Egal, Schmerzen, was auch immer, ja, Schwierigkeiten. Das muss man sehen, wie Sie das meistern. Ja. Das Freibein hoch, das habe ich auch gesehen, das muss höher sein, das muss schneller sein. Ich sehe, dass Sie daran gearbeitet haben. Das ist jetzt wirklich tatsächlich viel, viel besser geworden. Eigentlich könnte man den Auftritt fast als exzellent bezeichnen, aber nur fast. Danke, Carina. Ich meine, letzte Woche konntet ihr den Song auch aussuchen. Diese Woche haben wir euch diese TV-Signation gegeben. Einfach sind die Simpsons nicht zu tanzen, oder, Bollasch? Einen Jive auf diesen Song. Absolut nicht, das ist wahnsinnig schnell. Jive ist alleine schon ein wahnsinnig schneller Tanz und diese Musik treibt einen. So, man hat das Gefühl, ich muss noch schneller werden, ich muss noch schneller werden. Aber ihr seid ja und ihr wart ja schnell genug. Und ich muss ein bisschen Carina widersprechen, weil ich fand eben nebenbei, dass es wirklich hätte ein bisschen mehr ins Boden hineingehen können. Natürlich, Jive ist nicht nur Rock'n'Roll, sondern auch ein bisschen Swing. Dieses Swingige hat ein bisschen gefehlt, aber schiebt man das auf die Familie Simpsons. die Leben ist, die sind ein bisschen eckiger. Ja? Und ihr habt das eigentlich so zurückgegeben, wie ihr das im Fernsehen gesehen habt, nehmen wir mal so. Aber was ich eigentlich neben dieser eckigen Geschichte wahnsinnig gut gefunden habe, dass gerade nach letzte Woche, wo das sehr sentimental, sehr innerlich, sehr romantisch und sehr emotional war, jetzt in einem total anderen Kostüm und mit einem total anderen Gesicht hier einen Jive auf die Bühne gebracht habe. So, das ist nicht leicht. Ja, danke. Also dann mit dem Kommentar geben wir uns zufrieden, oder?
Super, ich bin sehr zufrieden. Alles gut. Ich auch. Dich einmal so zu sehen, ist eigentlich zufriedenstellend genug. Hat 6 Staffeln gedauert, bis ich einmal verkleidet war. Na dann, haben wir geschafft, oder heute Abend. Dankeschön, Jasmin und Florian. Das ist ja fast schon gemütliche Arbeit heute hier. Also dann, falls die beiden sich nicht in Zukunft die Simpsons zu Hause auf der Couch anschauen sollen, sondern weiter trainieren, dann liegt schon auch an ihnen. 090 10 59 09 08. Ich werde jetzt bitte ein ernsthaftes Gespräch führen. Das fragen wir uns schon den ganzen Tag. Das schaut super aus, wirklich. Und dafür, dass du allein trainiert hast die ganze Woche? Respekt. Ja, es war ein einzelner Tag, aber ja, das Training alleine, das hat halt einfach sein müssen, weil der Flo hat eben gesagt, ja, am Montag müssen die Schritte sitzen. Und da spricht er halt genau bei mir wieder diesen Ehrgeiz an, dass ich sage, okay, ja gut, dann muss der ich einfach. Der weiß schon, welche Knöpfe. Sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Ja. Flo hat frei gehabt, du noch nicht, keinen einzigen Tag inzwischen. Wann warst du das letzte Mal bei dir daheim in Kärnten? Das war vor der Pressekonferenz, also sind jetzt, glaube ich, 9 Wochen. September, noch? Okay. Ja. August. Ja. August, gell? Ja. Genau, also das ist schon sehr, sehr lange. Es ist halt einfach schwierig, die Distanz ist halt doch dann zu groß für einfach schnell hin und her fahren. Und jeden Tag Training, das macht es noch schwieriger. Und jetzt momentan ist auch so, die Müdigkeit ist so groß, dass ich dann einfach meine Ruhephasen brauche. Aber meine Leute zu Hause, die fiebern mit, die kommen mich auch besuchen dementsprechend, weil Freunde, Familie ist immer extremst wichtig. Meine Nichte, die Lena Sophie, mit der tue ich immer Video telefonieren. Da zeige ich immer die ganzen Frisuren und die Kleider. Da wird sie heute viel zu besprechen haben mit genau, dir. Genau, und deswegen, also die sind mit Herz und Seele dabei und unterstützen mich natürlich und wollen natürlich trotzdem, dass ich so lange wie möglich hier bleibe. Ja, das wollen wir alle. Ja, wir haben dich schon ganz lieb gewonnen. Wenn du Urlaub machst, das Gute, du kommst ja aus Kärnten, du wohnst dort, wo andere Urlaub machen, auch am See, viel also unterwegs. In der Nähe, ja. Ja, Nähe. Was machst du da im Sommer? Naja, also ich bin ja grundsätzlich mal viel unterwegs und deswegen, wenn man so oft einen Flughafen sieht und so viele Flüge hat, dann freut man sich einfach einmal zu Hause zu sein. Gerade im Sommer ist es in Kärnten extrem schön. Ich wohne in der Nähe vom See, also auf dieser einen Seite von der Stadt und für mich ist es wichtig, das Grüne, laufen gehen, Rennrad fahren um den See, aber dann auch natürlich am Wörthersee baden. Es ist halt einfach, das ist mein Zuhause, da kann ich meine Batterien aufladen und da geht es mir gut. Aber ich habe auch gelernt, hin und wieder muss man trotzdem weg, um den Kopf auszuschalten, weil das kann ich dann zu Hause nicht ganz so. Und dementsprechend hat es in den letzten Jahren schon einen oder anderen tatsächlichen Urlaub gegeben, außerhalb von Österreich. Ja, weg gehst du noch lange nicht hier, das sage ich dir. Ja. Jetzt heben wir mal unsere lieben Juroren ihre kleinen Paddel, da sind nämlich die Punkte drauf. Genau, die erste Wertung des heutigen Abends. Carina, bitte. Sie sind schon ein Musterbeispiel, was die Fortschritte betrifft. Und für Ihre Zielstrebigkeit gibt es heute 9. Danke. Ballasch, bitte. Wie gesagt, ich fand die Umwandlung von letzter Woche auf diese wahnsinnig schwer und das belohne ich mit 8 Punkte. Hey. Hohe Wertung gleich am Anfang, Maria. Also auch ich finde, es war ein fulminanter Start, sehr gut gemacht, 8 Punkte. Das sind eine großartige 25 Punkte für diesen Scheiß, guter Start. Da wären doch gleich die anderen gelb im Gesicht, 25 Punkte. Springfield ist stolz auf euch. Dankeschön, Jasmin und Florian. Danke.